Hallöchen Leute, Gusua ist wieder am Start. Wenn es so weitergeht, könnte ich eventuell am Rest des heutigen Tages, irgendwann in der Nacht, eventuell die letzte Kaserne hochziehen. Wenn ich noch auf dem Account weitermache, mal gucken, ob ich dann wieder switche auf meinen größeren. Mal schauen. Auf jeden Fall werden wir hier gut. Ja, Trigamer ist wieder eine Go-Wipe-Attacke, aber halt wieder vom Loot her, wie gesagt, ist halt Go-Wipe zum Testen, denke ich mal, wirklich, dass man da wirklich die Skills halt eben mitbekommt, ganz klar. Glücker, also was heißt Glück gehabt? Die sind aber schön in die Base reingegangen und haben da wirklich alles schön geklärt. Nur der eine Packer ist raus, also das ist in Ordnung, auf jeden Fall. Und jetzt halt gut, dass der Blitz da nicht gerade auf den Packer geht. Das ist echt gut. Da halten die Packers natürlich dann schön lange, klar. Da ist das kein Thema. Und da auch mauertechnisch ist natürlich bei Packers richtig geil. Also die knastern da rauf und die sagen, hey komm, du Mauer hast gar keine Daseinsberechtigung. Also das möchte ich hier erstmal kurz überprüfen und das Dokument ist eindeutig gefälscht. Zack, du bist jetzt kaputt, fertig. Ich weiß, mir kommen immer komische Sachen in den Kopf, aber hier guck doch, was passiert hier bei einer so einer läppischen Bauhütte? Sitzen sie erstmal da, Auserwählte. Ja. Ich würde mal sagen, du hast hier ordentlich Loot ausgewählt, wa? Schön Bartsch. Einmal rum, klar. Also ich hätte vorher gleich, wie gesagt, Barbaren, Bogies hinterher und fertig. Genau. Genau. Ganz normales Spiel halt. Da geht es jetzt auch wirklich nur darum, okay, normal Bartsch halt. Da ist jetzt nicht so viel falsch zu machen, würde ich sagen. Das ist halt cool, wenn man halt den Loot hat, logisch. Und da ist halt Bartsch die beste Truppe für, klar. Also von der Kohle her auch ganz klar. Da guckt man wirklich, habe ich überall alles. Hier Rathaus noch kurz mitnehmen. Genau, das kurz mit dem King geklärt. Dass da nichts passiert und fertig ist. Also da ist das eine easy Nummer hier. Einwandfrei. Passt. Ich Blitzer. Wie gesagt, also ich, das mag jeder anders sehen, aber ich meine, ganz ehrlich, es ist nun mal ein Teil von COC. Warum soll man das nicht nutzen? Sehr geil. Und dann natürlich noch, dass du es wirklich komplett aufs Dunkle abgesehen hast. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Und dann da noch. Ja, und der wird halt eben Tesla-mäßig alles hier rumgebaut haben und wird sich gesagt haben, haha, mein Dunkles kriegst du nicht. Und dann kommst du natürlich an und sagst ihm, dein Dunkles kriege ich doch. Zwar nicht alles, längst nicht, aber einen großen Teil. So, und jetzt würde ich fast sagen, wir haben 74 Bogies und ein paar Kobis, dann einfach geguckt. Ah, ich würde fast sagen, den Bereich. Weil man den hier super easy noch clearen kann, mit den paar Bogies, die man hat. Eventuell noch außerhalb der Range, gerade so der Minenwerfer. Und hier erstmal weggeklärt, dann mit den Kobis reingerusht, dass man das noch wegkriegt. Da sind noch mit dem zusammen nicht ganz 200 klar zu machen. Aber ich sag mal so 180 sind da noch drinne. Ich würde auf den Bereich gehen. Und aber auch hier noch kurz antesten, wie viel ist drinne. Was ist machbar? Aber wenn ich sehe, 22 Sekunden wird das hier oben nichts mehr. Dann wirklich, denke ich mal, nur noch unten kurz geguckt. Na, nicht mal mehr. Aber hier, ganz ehrlich, da hätte ich noch geguckt. Ohne Scheiß. Also da hätte ich noch geguckt. Was kann man da noch holen?
Ich meine, klar, in den Bohrern war schon ein bisschen was drin, in den dunklen. Deswegen ein bisschen was wird in den Sammlern auch drin gewesen sein. Hätte ich mich ein bisschen geärgert. Zumal du hattest noch die Kobis. Der Auserwählte? Yeah. Bartsch mit ein paar Kobis noch obendrein. Klar, erstmal den. Obwohl ich den Barbarenkönig, glaube ich, gar nicht gekillt hätte, unbedingt. Klar, wenn man jetzt die Bogen da hat und außerhalb der Range vom Minenwerfer ist, ist das eine easy Sache, kann man den kurz klar machen. Aber ansonsten auch ein paar Kobis hier ran und der wäre. Der hätte sich zu Tode gerannt. Denn wäre ihm irgendwie das Bein gebrochen und ich bin tot. Fertig. Der war richtig schön voll, der Sammler auf jeden Fall. Genau, und dann da noch ein paar. Ich meine, wir haben nur noch 10 Kobis. Da muss man wirklich gucken, wo kommt man ohne Kobis ran? Wo kommt man wirklich sehr schlecht ran? Da nimmt man dann halt die Kobis, klar. Aber wir haben nur noch 6. Bartsch, beziehungsweise Barbaren reichen direkt. Und dann hier so Bogis noch, die dann in dem Fall noch da machen können, ohne vom Minenwerfer angegriffen zu werden. Passt. Schön. Ja, super nice. Wie gesagt, den hier auch noch und dann ist das genug. Da würde ich jetzt auch nicht aufs Dunkle gehen. Das ist Blödsinn. Hier noch. Genau. Ah, okay, sogar noch Tesla erwischt. Okay. Ah, stopp. Wenn ich hier 41% habe, dann nochmal kurz gucken, haben wir noch irgendwo Prozente, die man hier easy, dass man vielleicht auf die 50 einfach gegangen wäre. Dass man nochmal kurz umdenkt, aber ja, hier noch einmal, naja, du machst das schon. Gehst halt komplett auf Frontalkurs, Crashkurs, wie auch immer. Na, wird eng, oder? Ja. Schade, du hättest es draußen, denke ich, geschafft. Aber bei dem Loot macht man sich da auch keine Platte. Da sagt man sich, gut, pff, läuft schon. Er hat nicht alles geholt, naja. Ist aber auch sehr gefährlich bei dem Base Design hier. Und du hast halt richtig viel Alex am Start. Ist natürlich klar, dass er dann von der Seite kommt und sobald er ein bisschen drin ist. Und er hatte sogar noch, sage ich jetzt mal, okay, mit den Riesen hat er natürlich jetzt einen großen Pluspunkt, dass er da wirklich tanken konnte ohne Ende. Aber sobald er da einmal in dem Bereich drin ist, sind gleich beide Dinger weg. Und mit ein bisschen Pech sogar noch das Dunkle. Obwohl ich denke, mit den paar Truppen, die er hat, kriegt er nicht das Dunkle. Würde ich jetzt nicht denken. Alex, klar, das eventuell auch noch, aber das müsste auch schon eine knappe Kiste werden. Ich glaube nicht. Da hast du echt noch Glück gehabt. Also da kannst du echt noch sagen, gut gelaufen. Da sogar noch die Bombe. Oh, krass. Da hast du. Ja, klar, das wird noch hier. Ja, das wird dir noch weggenommen, aber das Dunkle schon mal nicht. Aber wie gesagt, die waren zu dicht beieinander. Die waren einfach zu dicht beieinander. Ja, okay, da ist Minenwerfer-Action am Start, klar. Und dann war es das. Hattest Glück, dass du nur in Anführungsstrichen so einen Gegner hattest. Wie du geschrieben hast halt. Glück gehabt, dass es nicht noch mehr war. Schade für das restliche Alex. Wie gesagt, üben eine Sache, aber was du verballerst. Ich meine, hier ist ja dann wirklich noch was D-Alex zu holen. Da kann man ja nicht meckern. Aber das holst du nicht mal. Nee.
Das ist ein Minusangriff. Das ist ein Minusangriff. Ich meine, wie gesagt, für ein CW wäre es gut gewesen, bloß beim CW muss man auch ehrlich sagen, hätte er natürlich dann auch andere CW-Truppen drin gehabt. Und schon wäre das ganz anders gewesen. Da hätte auch das Rathaus ein bisschen weiter drin gehabt. Aber du machst Angriffe. Go wipe-mäßig, dann fehl nicht unbedingt. Aber die Klamburg hat es ganz schön gegeben. Naja, Magier drin, wa? Und die hauen dann rein. Wenn's so ist. Mal gucken. Ich habe eine Nachricht. Ja, ja, klar. Ein Magier zumindest. Und wenn der natürlich schön an der Seite ist und die Loons gehen einfach nur auf die Dev-Gebäude, Alter, dann kann der Magier richtig böse werden. Okay, das war aber gar nicht der Fall. Also, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass die Clan-Truppen dir das zugefügt hätten. Das war der Rest halt. Der Luftfeger in Kombi mit dem. Das ist halt so ein... Ja, okay, da Glück gehabt. Ja, genau. Da noch. Stopp. Richtig Glück. Wirklich, das Ding hat natürlich nochmal richtig das Ruder rumgerissen. Ich dachte schon, naja, richtig Glück gehabt, dass du damit noch echt was gezogen hast. Aber das ist öfter so. Man denkt sich, ach naja, eigentlich ist das Ding gegessen. Ach komm, hören wir auf. Und dann denkst du, ach komm, ein bisschen machen wir noch. Und dann zack, haut das Ding echt noch das Ruder rum. 100% wäre besser. Na, wie gesagt, bei Go Wipe. Ist zu wenig Loot. Den mache ich jetzt auch einfach was schneller, weil, ja, wenn ich halt, da will ich dann natürlich dann auch Loot sehen. Sehe ich so. Cool, mit dem Rathaus, klar. Du stehst da. Ich meine, okay, wir sind im Bereich Kristall 2. Aber da ist der Loot auch noch nicht, also beziehungsweise der Loot-Bonus halt noch nicht so krass. Wenn man das dann irgendwie im Champion-Bereich hat, dann klar, dann lohnt sich das. Aber da hast du auch nicht mehr so eine Base zum Angreifen. Das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und achso, nebenbei. Nicht so reinhauen, klar, logisch, das auch. Aber, wie gesagt, für normale Videos von mir, wenn ich mal irgendwas real mache, checkt mal den Channel Real Freestyle aus. Steht unten in der Videobeschreibung mit drin. Wie gesagt, zum Beispiel Videos mit dem Quadrocopter oder wenn ich auf dem Autotreffen war oder sowas. So eine Sachen halt. Facebook-Seite gibt es natürlich auch. Da könnt ihr immer mal vorbeischauen. Ist auch nochmal, was weiß ich, wenn ich irgendwie ein cooles Foto gemacht habe oder wie auch immer. Instagram, Gusua-YouTube. Also _YouTube. Und das war's dazu. Und ihr haut rein. Bis dann.